Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum eigentlichen Odin verpackt. Ist ja, da haben wir hier so ein bisschen was zusammengekriegt, was wir noch verpacken müssen. Ich hoffe, das Licht und so ist jetzt okay. Ich werde nachher auch das, dann, ich zeige euch erstmal alles, was wir haben, nochmal, und wie geplant habt ihr zu verpacken. Und dann richte ich es natürlich nach unten auf den Tisch, damit ihr das seht, was auf dem Tisch vor sich geht. Ich habe auch wieder ganz viel Zeug. Und hier ist obligatorischer Karton. Amazon-Karton. Da sind die Karten drin. Da sind Tüten drin. Großes Klebeband. Kleines Klebeband, noch eine Schere. Also ich habe jetzt hier insgesamt, hoppala, drei große Scheren. Großes Klebeband, kleines Klebeband. Dann habe ich noch die Rolle, die ich damals gekauft habe, aber da werde ich mir wahrscheinlich auch noch was Besseres irgendwann mal holen müssen. So, dann halt wie gesagt die Tüten. Da könnte man auch eine schöne Weihnachtstüte machen, wenn irgendwas Schönes ist. Müssen wir mal gucken. Habe ich noch nie gemacht. Ich verpacke ja immer. Dann haben wir hier noch mal ein bisschen Restklebeband. Dann haben wir hier noch Restpaketband mit Schneemann und ein orangenes Band. Da war eigentlich mal mehr drin, aber meine Große hat Geschenke verpacken müssen für Wichtel und dann war die Tüte leer für so ein kleines Geschenk. Fragt mich nicht, warum. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Rot mit dran. Hier haben wir noch Gold. Lege ich jetzt erstmal alles hier auf den Tisch. Dann können wir hier erstmal Inventur machen. Das ist leer, bevor man es nicht leer wegschmeißt. So, das ist auch noch mal mit Schneeflocken oder so. Hier haben wir noch eine Schleife, eine rote. Muss ich echt mal ausmisten. Ich habe noch einen Stern zum Anhängen. Das ist von so was ist von meiner Frau. Darauf steht meine Frau total. So Klimbim am Geschäft dran, an den Schenk ranhängen. Das ist auch leer. So, dann kann man nämlich gleich mal hier ausmisten. So. Die Mülltüte gleich mit. Super, passt doch. So, Karten. Kommen hier mit rein. Die brauchen wir zum Schluss. Die Klimbim brauchen wir zum Schluss. Dann bin ich noch viel Platz weg. Die kann ich dann nämlich hier rüberstellen. So. Ach, und dann habe ich ja hier noch. Habe ich mir schon Vorjahr gekauft gehabt, aber nicht benutzt. Da sind Schleifen drin, Band drin und auch Paketklebeband. Ach, Paketband hier, das habe ich, wo habe ich denn das gekauft? Bei Lidl, nee, 55 Cent Laden. Nee, Kick. Quatsch. Das ist von Kick. Das ist von Kick, ist das. Genau. So. Muss ich erstmal gucken. Ich muss erstmal aussortieren. Ich habe jetzt das ganze Zeug hergebracht. Das ist bunt, das ist nur für den Geburtstag. Das ist mit Rentieren und so, das ist für Weihnachten. Merry Christmas, eindeutig auch Weihnachten. Rosa Schlösser und Einhörner, Geburtstag. Ach, Geburtstag brauche ich ja auch. Ah, ich mache ja auch nicht nur Weihnachten, ich mache ja auch Geburtstag. Stimmt. Oder? Ich muss gucken. Rot mit Schneeflocken, eindeutig Weihnachten. Pinguine, Weihnachtsmann, Weihnachten, Rot mit Weihnachtsmännern, auch eindeutig Weihnachten, und jetzt sowieso, dann sind die hier raus, die legen wir da hinten hin, so, das auch erstmal da hinten hin, so. Ich habe nämlich beim Odin verpackt, beim Odin,
bei Odin steht. Ach Quatsch, ach Mann! Odin war einkaufen, Weihnachten Spezial. Oder Odin war einkaufen, Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen werde. Jedenfalls Teil 1 und Teil 2. Da habe ich ja noch was vergessen, euch zu zeigen. So, erstmal zeige ich euch das, was ich hier habe. Das müsst ihr da schon kennen, wenn ihr das andere Video geguckt habt. So, und zwar, die Große kriegt hier zwei Gitarrenbücher. Ja. Die waren ziemlich teuer. Hier. Aber die habe ich im Warenhaus-Deal schießen können. Da habe ich gerade mal die Hälfte dafür bezahlt. Dass das Weihnachtsbudget nicht zu sehr überreizt wird. Da sind irgendwie nicht nur die Noten drin, weil Noten kann sie noch nicht. Da sind auch irgendwie Punkte und Farben drin, wie man die Finger halten muss und so. Weil, keine Ahnung, fragt mich nicht. Das ist halt für die Große. So, dann kriegt sie Gitarrenseiten. Dann kriegt sie ein Stimmgerät für die Gitarre. Also hier. Das hat der liebe Soulflyer rausgesucht. Und eine Uhr, weil sie ihre Uhr, wie im letzten Video beschrieben, mal wieder geschrottet hat. Fragt mich nicht, Leute. Fragt mich nicht. Ich bin da überfragt. Mittlerweile kriegt, also das ist so irgendwie jetzt mittlerweile ja schon fast ein Running Gag, dass meine Tochter eigentlich jedes Jahr Weihnachten eine Uhr schenkt kriegt. Es bleibt aber nicht bei Weihnachten. Also nicht, dass ihr denkt, die kriegt jedes Jahr Weihnachten eine Uhr, weil sie die in uns. Nein. Manchmal kriegt sie zu Ostern auch nochmal eine Uhr. Weil die Uhr von Weihnachten nicht bis Ostern lebt. Sondern nur bis Januar oder Februar oder März. Und dann ist die kaputt. Und dann kommt Ostern, kriegt sie die nächste Uhr. Und ich übertreibe nicht, das ist wirklich so. Da werden wir sie beim Hangout nächstes Mal ausquetschen. Dann könnt ihr sie fragen. Achso, hier, das ist ja das Happy Birthday Zeug, was Frauchen gesucht hat für Geburtstag, was ich verstecken sollte. So, dann, ich mache erstmal alles hier in eine Tüte jetzt rein. Den habe ich auch euch noch nicht erzählt. Ich habe für die Katzis, habe ich das zu Weihnachten geholt, so Spielzeug. Ja. Die kriegen auch ein Weihnachtsgeschenk. Dann habe ich hier noch das Weg für zwischendurch mache. Habe ich hier Paw Patrol, da wusste ich nicht, Weihnachten, Nikolaus, Geburtstag. So, ist nur so ein Duplo-Klotz mit einem Paw Patrol drauf. Aber Frauchen hat gesagt, zu Nikolaus darf sie das nicht kriegen, weil wir fangen so einen Scheiß gar nicht erst an. Nikolaus gibt es nur Süßigkeiten, also was Kleines. Es ist ja nur Nikolaus und nichts Großes und so, weil sonst artet das wieder aus. Und dann habe ich hier noch eine Uhr zum Uhrenlernen ab 3 Jahre. Aber ich glaube, das hebe ich auch noch auf. Das habe ich jetzt mittlerweile, ja. Ja, ich kaufe hier immer ab und zu mal was, wenn es Aktionen bei Amazon gibt oder wir das bei Kick oder Lidl sehen. Die Uhr ist, glaube ich, die habe ich bei Lidl geholt. Und wenn dafür für runtergesetzt vom, was weiß ich, die kriege Holzspielzeug, ja, wie die Uhr jetzt zum Beispiel oder diese Zylophon, was sie hatte. Und wir brauchen es ja nicht. Ja, also sie ist noch keine 3 gewesen. Also haben wir uns dafür nicht, haben wir gesagt, ja, wäre schon schön, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Naja, und dann kurz, das war auch irgendein Feiertag, Ostern oder Weihnachten rum, ich weiß es nicht mehr. Und nach dem Feiertag kam ja schon wieder die nächste Ladung und da kam das dann ins Resteregal und da wurde das erste Mal gesenkt. Da waren noch 3 Stück da oder so. Und das war auf dem Montag und auf dem Donnerstag sind wir einkaufen gegangen, weil irgendwas im Angebot war. Ich glaube, das waren die Schneeanzüge. Und da war noch eine Uhr da. Und da hatten sie dann nochmal Rabatt gegeben. Und da habe ich gesagt, ja, dafür greifst du ja zu. Das musst du zugreifen. Das geht nicht anders. So. Dann kriegt meine Frau eine Handtasche. Die werden wir gleich noch besser verpacken. Da habe ich mir was Tolles eingefallen lassen. Und zwar kriegt meine Frau ihre Handtasche. Habe ich extra aufgehoben. In so einem Hüpftierteil.
Oh, schön verpacken, sodass man, und so, dass man nicht hört, dass da was wackelt und so. Und dann kann ich ihm sagen, da muss ja Weihnachtsmann, das Christkind, kommt ja jetzt Christkind bei uns, Frau ist ja katholisch, muss sich ja bestimmt geirrt haben, ja, stimmt was für Judah. So, dann habe ich hier was von Merima, das ist für mich. Das kam als erstes. Heute kam noch ein Paket, deswegen habe ich jetzt noch gewartet gehabt. So, das ist für mich, für Papa. Ich bräuchte auch einen Stift, fällt mir gerade ein. Ohne Stift ist schlecht mit Beschreiben. Ah, die Karten zum Beispiel. Moment, da muss ich doch direkt nochmal einen Cut machen. So. Jetzt habe ich mir nochmal einen Block geholt. Und ein paar Stifte. Und auch einen dicken Stift. Papa, so. Ich habe jetzt gesehen, was drin ist, deswegen schreibe ich das jetzt einfach so ruf. So. Dann haben wir die Tüte leer. So. Das kam heute von Mirima. Das ist auch noch komplett verpackt. Mirima hat ja Angst gehabt, dass ich es aufmache. Hier. Seht ihr, ist komplett zu. Unten auch zu. Sieht man es? Also nicht geöffnet. Das ist, hat sie gesagt, ist für Josie. Jo. Sie. Für die, die ab und zu mal reingucken, Ingeborg ist Josie. Ingeborg ist so Spitzname, die ich gegeben habe. Hat mehrere Gründe. Einmal für die Leute, die neu im Stream sind, damit sie nicht gleich den richtigen Namen von Josie wissen. Und dann hat es noch den einfach auch Spaß. Ja. Und wenn man öfters kommt, kriegt man es ja mit, dass es Josie heißt. So. Das sind auch meine Weihnachtsgeschenke. Die CD werde ich verpacken. So. Wenn man das wegmacht. So, und zwar von Ragnar die CD. Skalden. Sieht man den? Oh, scheiße. Der Digipack habe ich schon gekriegt. Die kommt sowieso in den Schrank. So habe ich ein Paket mehr zum Verpacken. Sieht dann halt besser aus. Das werde ich nicht verpacken. Weil das werden Josie und ich uns heute Abend angucken. Ist aber ein Weihnachtsgeschenk von mir. Lord und Schlumpfi, der lange Weg nach Wacken. Da habt ihr mich drauf gestoßen. Irgendjemand hat im Reaction-Video mal gesagt, guck dir das doch mal an. Und dann haben wir das geguckt, haben wir das öfter geguckt. Ich feiere die total. Ich habe sie ja mit Unterschrift. Und die haben jetzt halt ihre eigene DVD. Auf YouTube kommt ja momentan nichts von denen, nur alle paar Monate mal so ein kleiner Ausschnitt von der DVD. Und zwar Lord und Schlumpfi, der lange Weg nach Wacken. 12 Episoden, ca. 92 Minuten. Der Heider ist auch mit bei. Und noch ein paar andere YouTuber sollen wohl mit bei sein. Ton, Stereo und 5.1. Und www.lord-und-schlumpfi.de, da könnt ihr den herbekommen. Was habe ich bezahlt? Ich glaube 18,60 inklusive Versand. Ich glaube, 18,60 inklusive Versand. Ich hätte auch gerne hier heute gibt es Reragu, also ein Reragu, hätte ich auch gerne als T-Shirt, aber das war vom Preis halt nicht mehr drin. Nee, das bleibt ja draußen. Das gucken wir heute Abend. So, wir machen nämlich heute wieder so ein bisschen ruhig die Große und ich. Ja. Ja. So. Und gucken den Film. Weil Stargirl haben wir gestern geguckt. Das ist ihre Serie. So. Und dann haben wir hier noch zwei Sachen. Da muss ich dann wieder tricksen irgendwie. Ich pack die Geschenke hin. Ich bin ja sozusagen dann da. Ja? Und zwar haben wir zwei. Ich habe auch gedacht, dass die größer sind, muss ich sagen. Oh, sieht man die? Zwei Echo Dot, vierte Generation, mit Uhr. Ein für den Flur, dass wir im Flur dann auch eine Uhr haben, weil da habe ich jetzt so einen kleinen Echo Dot, da ist keine Uhr drin. Und die Große und Frau und alle meckern immer, hier ist keine Uhr. Man sieht nicht, wie spät das muss sein, muss in die Küche gehen. Ja, muss man aber jetzt in die Küche gehen, um die Ecke gucken, dann sieht man erst die Uhr. Und
Ja, jetzt habe ich gedacht, ja, auch wegen der Mikro, hier soll die Mikrofonqualität besser sein, weil bei diesen kleinen schmalen Echo Dots, also die dritte Generation, das Mikrofon ist echt bescheiden. Also wirklich, ich höre die große, wenn ich hier Drop-In mache, und von unterwegs mache ich eher ein Drop-In. Wenn ich im Auto sitze, sage ich hier A-Punkt, mache Drop-In. Und weil ich habe ja auch Alexa Auto, dann macht die ein Drop-In zu dem Gerät, was ich sage. Und dann können wir darüber quatschen. Kostet halt auch nichts und hast du gesehen. Und da ist die Qualität vom Mikrofon echt bescheiden. Ich muss dann ganz laut machen, dass man sie dann auch versteht. Und wenn du dann vergisst, nach dem Gespräch wieder leise zu machen, ja, dann platzen dir danach bei der Musik halt die Ohren weg. Und für mich reicht der kleine, den ich habe mit Uhr, den habe ich ja im Schlafzimmer bei mir auf dem Tisch. Der ist eigentlich nur wegen Wecker da und irgendwelche Befehle oder mal einen Kommentar sprechen oder irgendwas. Aber sonst ist der eigentlich nur. Da muss ich auch mal ein anderes Kommando geben. Der heißt genauso wie der Fernseher, wie der Cube. Oder ich muss den mal, ne, stumm kann ich nicht stellen. Ich brauche ja für Wecker. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jedenfalls reicht der aus. Und die Große hat sich halt auch noch irgendwie gewünscht mit Uhr. Und jetzt kriegt sie halt die neuere Version, die größere Version mit Uhr. Die werde ich aber dann so weg, so packen, damit der im Baum, hinterm Baum steht, ganz weit hinten. Und das meine weiter vorne steht. Ja, damit sie erstmal denkt, auch, oh, ja, toll, der kriegt den, ich nicht. Ein bisschen Ärger muss sein, weil das weiß sie ja nicht, was sie kriegt. Wenn ich, doch, bei den Büchern weiß sie Bescheid, die haben wir, da muss ich sagen, da muss ich ehrlich sein, bei den Büchern weiß sie Bescheid, die haben wir nämlich zusammen ausgesucht. Beziehungsweise sie hat mir gesagt, welche die Bücher, weil ich habe davon keine Ahnung, was sie braucht. Und Seiten sind jetzt auch erstmal nur drei Packen oder so, mit weiß ich wie viel drinne. Da werden auch nochmal Seiten kommen, die ich dann halt noch machen werde. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten verpacken. Wie verpacken wir das am besten? Ich habe nämlich so einen Umschlag, habe ich nicht mehr. Wäre gut gewesen für die Bücher. Machen wir erstmal das für Frauchen. Oh. Machen wir erstmal das für Frauchen. Die kriegt ja hier so eine Handtasche. Also ja, so ein Kleidersack. So ein gelber Sack für unter der Arme. Da ist auch ein langer Gurt mit bei. Also du kannst einfach so machen, dass die Achselhaare reinwachsen. Oder du kannst halt hier so ein Ding ranhängen, dass du dann halt so groß hast wie weiß ich was. So. Jetzt werde ich aber erstmal euch umdrehen. Damit ihr den Tisch seht. Hoppala. So, muss mein Display noch drehen, dass ich sehe, was ihr seht. Jo. Können wir noch ein Stück rauszoomen? Irgendwie will jetzt die Kamera nicht. So. Halbwegs so machen, dass ich was sehe. So. So seht ihr das jetzt hier auf die Kante vom Tisch. Ja. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das brauchen wir erst nachher. Achso, ich muss mein Handy noch laden. Ich bin nämlich gerade mal bei 66%. Nach 5 Minuten, dann ist es voll. Dieses Maximum-Laden mit 120 Watt bei Xiaomi ist schon geil. Wenn mal Not am Mann ist. So, das soll da rein. Warte mal, ich werde das doch mal noch ein Stück rüberholen. So. 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 Da war der Akku leer. Ich könnte ranzoomen, aber das ist ja Quatsch. Lieber so, dass er was sieht. So.
mein Mikrofonkabel so ein bisschen rüber machen. Extra die Verlängerungsschnur mit dran, damit ich hier nicht mich verhaspel. So. Und dann erstmal rüberstellen, dann an die Handtasche. Mach mal lieber so, dass ihr was seht. So. Und dann nehmen wir die Dinger hier rüber. Dann machen wir das einmal. Ach ey, die macht mir doch mein Glastisch kaputt, die Scheiße. Ey. Also nur für eine Frau, ey. So, ha! Irgendwie geht's immer. Ha. So. Das ist aber ein bisschen doof, wenn man das dann klappern hört. Kann ich nicht machen, dann sieht dann weiß Juna gleich Bescheid. Ja. Ach, Packungsmaterial, scheißegal. So. Muss ein bisschen Keil hier drin machen, damit man das nicht so wackeln hört. So, das rüber, das rüber. Nee. Doch, das. Vielleicht verrät das Klappern zu viel. Vielleicht sollte ich doch noch was reinstopfen. Ich habe doch noch das alte Klebeband. Machen wir das mal da rein. Das sollte dafür sorgen, dass es nicht so viel klappert. So, dann schieben wir das Ganze nach in die Ecke hier rein. So. Hm. Weil das Gummitier, was da drauf ist auf der Verpackung, das haben wir wirklich. Das hat Juna nämlich Fotia von Oma geschenkt gekriegt. Jetzt hört sich das schon so ein bisschen danach an. Ja, das können wir so lassen. Schreiben wir mal auch. Füllen wir mal aufs Paket drauf. Nicht, dass ihr denkt, das ist wirklich ein Irrtum. So. Und dann kriegt sie, was für ein Verband, was kriegt sie denn da Schönes? Das ist ein ziemlich großes. Hiervon habe ich noch am meisten. Obwohl, wir machen erstmal das leer. Wir nehmen das einfach. Das andere sieht zu kindlich aus. Uppala. Die anderen Geschenke, die ihr gesehen habt, die ich ja auch vorgestellt habe. Die hat dann meine Frau verpackt. Genau, so passt das. So passt das. Jetzt wollte ich die Schere. Meine Frau, die macht, schneidet eh zweimal
Und dann gleitet die mit der Schere hier durch. Und bei mir reißt das nur. Mit genau der gleichen Schere. So beschiss ist das doch. So. Oder packen wir das andersrum zusammen? Warte mal, das machen wir das vielleicht so. Nee, so ist doof. Ach, jetzt habe ich blaue Pfoten. Muss ich so mit dem Stift aber aufschreiben. Nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. Oh Scheiße, jetzt ist mein Akku runtergedonnert. Die muss ich ja noch laden, denn. Ich habe auch noch Ersatzakkus, also keine Ahnung, keine Angst. Wir sind jetzt bei 80%, wenn das wirklich hier leer werden würde, sollte, könnte. Macht das gar nichts. Ich habe noch drei andere Akkus. Ich habe ja vorgesorgt. Aber ich muss... Ne, zwei andere, ne? Aber zwei... Ne, drei. Aber nee, nur zwei. Ich habe vier Akkus, eigentlich hätte ich fünf haben müssen, habe aber nur vier. Weil ich habe mir da mal Akkus gekauft gehabt, Nachfüllakkus, wo ich die Kamera gekauft hatte. Weil mit zwei Akkus komme ich halt, mit einem Akku komme ich halt nicht hin, das wusste ich. Und die haben mir schon auf den Arsch gerettet. Und dann habe ich nochmal dann bei Otto gekauft, das Ladegerät mit Akkus. Also Ladegerät plus zwei Akkus. Und da hatte Otto mir, weil Otto macht ab und zu so eine Aktion, wir schenken dir 10 Euro, Kofferwart für mindestens 20 Euro und dann sparst du halt 10 Euro. Und weil ich ja jetzt bei diesem Gratisversand mitmache, Otto ab oder wie das heißt, habe ich halt auch keinen Versand. Und da hatten sie, und dann haben sie auch Tage, manchmal Tage, wo sie sagen, hier heute in der Aktion 10 Euro Billiger, heute in der Aktion 5 Euro Billiger und was weiß ich. Und da hatten sie dann die Ladestation mit beiden Akkus von 34,99 auf 24 oder so runtergesetzt. Genau, 24,99. Und ich hatte diese 10 Euro und ich hatte dann aus einem anderen Gutschein noch 5 Euro. Und dann habe ich ja noch Prozente. Ja, und im Endeffekt habe ich dafür bezahlt, anstatt 34, was der Originalpreis ist, für die eine Station, habe ich bezahlt 8 Euro ein paar zerquetschte oder so, wenn das hochkommt. Wenn überhaupt. 10 Euro Rabatt. Dann nochmal die 5 Euro Rabatt, was ich von Dings hatte. Dann meine Prozente, die habe ich zuerst eingelöst natürlich. Und dann erst die Rabattcodes raufgeballert. Ja, und dann bin ich halt bei 8 Euro ein paar zerquetschte rausgekommen oder so. Das mache ich regelmäßig, dass ich bei Otto bei so einer Aktion zugreife. Also Otto ist halt jetzt, wenn ihr jetzt ein Spiel vorbestellen wollt, würde ich es nicht unbedingt bei Otto bestellen. Sag euch so, wie es ist. Also da finde ich Otto scheiße. Da, das ist halt nicht gut. Für vorab bestellen und dann... Weil da kommt immer zu spät, ich kenne das von Biomutants, ihr wisst das ja noch, wir wollten streamen. Ja, dann habe ich es mir dann noch digital gekauft, weil Otto nicht rechtzeitig geliefert hatte. Zum Release-Datum, obwohl es zum Release-Datum da sein sollte. Achso, mein Akku ist auch schon wieder voll, kann ich mir schon wieder Ladegerät abmachen. Hab schon 100% wieder. Ja, also da kann ich Otto halt leider nicht empfehlen. Aber so, Kundenkontakt, Mitarbeiter, ich habe meine PlayStation 5 da gekauft, ich habe die PS4 da gekauft, die PS4 Pro da gekauft, bin ich mit Otto wirklich super zufrieden. Kann man nicht anders sagen. Ich habe da nichts Negatives. Ach, ich wollte mich doch verarschen, wieso fällt denn das wieder nicht so, wie das soll?
Da ist sie noch da. Ach, jetzt müsst ihr mal kurz weggucken. So, dann wird das einfach mal gekürzt. Mal gucken wir an, wie schön das passt auf einmal. Ja. So. So. Hier müssen wir auch kürzen. Also guck bitte weg. Das sieht jetzt radikal aus, ja. Männer beim Einpacken. Meine Frau macht das natürlich viel schöner. Die guckt sich ein Paket an, die weiß ganz genau, das war ich da lang, tak, tak, tak. Ey, die könnt ja nicht gucken, wie schnell die ein Paket verpackt hat. Stück. So, da seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Ich kann leider am Unboxing-Tisch von oben nicht filmen momentan. Weil da steht der Weihnachtsbaum drauf. Und ich bin leider auch nicht eher dazu gekommen, dieses Video zu machen. Wie gesagt, es kam ja heute auch noch von Miri mal was. So. Bin begeistert. Sieht doch schicki aus. Brauchen wir jetzt die Karten. Ich habe auch nicht mehr so viel Band. Ich weiß nicht. Muss man da eigentlich immer ein Band drumherum machen? Okay, Google. Muss um Weihnachtsgeschenke immer Paketband sein? Dies sind die Top-Suchergebnisse. Nö. Geschenke ohne Kleber und so geht's.
Pakete oder Schleife, Bänder abgeben. Pakete ohne Schleife und Bänder abgeben. Geschenke halten den Paketdienst und den Deutschen Post verdoppelt. Ja, nee, also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein. Muss denn sowas sein? Ich habe ja auch nicht mehr so viel, weil die Große ja so viel verbraucht hat. Weiß ich nicht, ob das passt. Also Orange passt nicht. Wenn ich das wüsste, wie das geht, so schräg. Meine Frau hat letztens was zu schräg verpackt. Wartet mal. So, so. Hier. So in etwa hat die das gemacht. Das sah voll geil aus, aber ich krieg das nicht hin. Wer war denn doch das? Gold oder Silber? Sieht mir das scheiße aus. Nehmen wir Silber. Ist aber auch nicht so viel drin. Einmal. Zweimal. Dreimal, einmal, zweimal, dreimal. Und viertes Mal müsste eigentlich so reichen, wie das mal. Falsch rum, klingt doof. Wir müssen die Oberseite zuerst mal. Ja.
Ach Mist. Ah ja, geht schon. Jetzt brauche ich die kleine Schere. So. Und jetzt hier so ein bisschen rum. Drunter, so, dann ein Schild, ach, geh mal, ich horche, was hält, horche, Max, hell. Merry Christmas. Oh, warum sie hier nicht gleich einen Knoten drin machen können? Ich hasse das. Ich krieg das mit dem dicken Wurstknoten immer so schlecht hin hier. So. Ein Stück Klebeband. Fummeln das hier so durch. So. Und kleben das hier oben auf die Ecke. So, und schon haben wir ein Geschenk verpackt. Ja, da fehlen ja nur noch ein paar. Ja. So, ich muss das mal da hinstellen, dass wir das übereinander machen können. So. Oh, Leute, Walfi. Die Bücher kommen zum Schluss. Ich werde die das Stimmgerät und die Gitarrensaiten in einen Karton packen. Nicht aus. Ja, das ist halt doof. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie gehört das hin.
Name wegmachen. Dass die Kräne nichts erkennt. Ihr kennt ja unsere Adresse halbwegs. Was los, Mäusi? Weil dann kann ich das auch als Füllmaterial nehmen. Die große Wies, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, aber und kein Christkind, aber die Kleine. Aber der Dude ist, dass sie Paw Patrol guckt. Und da sagt er ja immer, mit Recyceln, nicht verschwenden, wiederverwenden. Und der Weihnachtsmann verwendet halt auch alte Briefe wieder. So einfach ist das. Kannst dich super rausreden. Aber ich brauche das jetzt als Füllmaterial, damit das da nicht so klappert. Weil ich hatte Füllmaterial, wie ihr seid, gepackt. Also haben die Kinder das für Basteln gebraucht und Frau hat das für irgendwas für Basteln mit der Kleine gebraucht und. Ja, dann war mein Füllmaterial mal da. Da war es weg. So. Man muss ja nicht ewig halten, das ist einfach nur so zum Verpacken, damit das hält. Da nehmen wir den Pinguin. Weil das hat sie vorher ja auch schon gekriegt, den Pinguin. So, super. So passt das. Ha! Ah, da franz ich wieder aus. Ha! Aber fast geschafft. So, ein Schiebe kommt als erstes. Kommt das gerade. Bin mir gespannt, wie Frauchen die großen Sachen eingepackt hat. Also da habe ich, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dieses Jahr froh, dass ich nicht alles alleine einpacken muss. Vorher hat Frauchen ja nur ein paar Sachen einpacken können, weil sie auf Arbeit war. Oder halt noch eine Schicht dazu hatte, irgendwas war, sie musste halt mehr arbeiten, als eigentlich gedacht war. Ja. Und da musste ich den größten Teil selber einpacken. Aber dieses Jahr konnte ich sagen, Frauchen, mach du. Da habe ich in die Spielküche und den Puppenhaus packt Frauchen ein. Ich habe auch darauf bestanden, aber es war nicht aufbauen, weil das möchte ich dann mit der Kleinen zusammen machen und der Großen. An Heiligabend bauen wir dann halt, also am Geburtstag bauen wir die Spielküche auf, an Heiligabend kriegt sie das Puppenhaus, dann baue ich mit ihr das Puppenhaus auf und Frauchen kann ja derzeit in Ruhe machen. Beziehungsweise Ruhe machen, halt schon Essen vorbereiten, also. Dabei will sie mal Ruhe haben, wenn sie den Tisch eindeckt und so. Sie sagt immer, störe ich. Ja, geh in dein Körbchen, supi.
Morgen geht's mit Mausi auch noch mal zum Tierarzt, nicht wahr, Mausi? Ja, hast dich zwar gut erholt, aber die Blutuntersuchung machen wir trotzdem, ob du Zucker hast. So. So, sagt der Akku. Ah, das ist auch gleich alle. Ich werde gleich mal die nächsten Akkus holen. Eigentlich auf dem. Achso, die habe ich schon auf dem Tisch gelegt. Die holst du schon wieder, jetzt ist es ab, ja, wo ist er denn? Ja, die liegt garantiert jetzt im Bett und jault und sagt hier, komm ins Bett. Schlafenszeit, ist dunkel. Ja? Ja, komm her hier! Reicht das denn hierfür? Gerade so. Bisschen kleiner wäre natürlich noch besser. Eins. Zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, das sollte reichen.
Ja, doch ein bisschen zu viel. Seite. Also große von Mirima, das ist noch, das steht noch im Flur. Das werde ich nicht verpacken, weil dafür habe ich nicht genug Band. Und nicht genug Papier. Da wird das Schild abgemacht. Dann stellen wir Weihnachtsmann rauf und dann. Nee, Christkind, Entschuldigung, Christkind. Bei uns kommt der Christkind. Sprumme. Josi. Achso, Familiengruppe. Okay. Dann nehme ich gleich die nächste Karte hier wieder. Die gleiche. Ja. Geht doch noch was. Ich habe doch noch was anderes. Ich muss noch was holen. Ich habe was gesehen. Ich habe doch jetzt vergessen. Ach, jetzt habe ich vergessen, reinzuschreiben. So, für Josie. Aber für die nächste fertig. Wartet mal, ich hol mal schnell. Hol mal schnell die Akkus und ich habe aber noch was vergessen. So. Das war in meinem Versteck verrutscht. Dadurch habe ich es nicht gesehen. Gut, aber jetzt habe ich es. Eine Musikmatte. Ja, die kommt natürlich hoch zu meiner Frau, ist ja ganz klar. Was soll ich damit hier? Aber nochmal überprüfen. Jetzt eine Weile im Schrank gelegen. Batterien habe ich nicht schon drin gemacht. Gut. Funktioniert. Weil das war das erste, was ich gemacht habe, getestet. Dann hat Frauchen aber gesagt, das ist ja noch zu klein für das, sollte sofort ja schon zu Weihnachten kriegen. Frauchen hat gesagt, das ist ja noch zu klein für. Jetzt testet dieses Jahr.
Da waren keine Batterien mit bei. Habe ich auch bei Amazon geguckt. War, wurde mir vorgeschlagen, weil ich hatte ja diese Malmatte gesucht, die habt ihr ja, die hat es ja vorhin ja auch gekriegt. Und dann wurde mir die halt mit vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Hersteller hier groß, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Für, was weiß ich wie viel, und dann war da noch wieder so ein Gutschein, also so ein Rabatt von ein paar Prozent. Ja, da greife ich natürlich zu. Von vorher sah das ja alles auch noch ein bisschen anders aus. So, jetzt müssen wir aber hier nochmal zukleben. Oh, da wird meine Frau sich freuen. Oh, da wird die sich freuen. Wir haben ja das Bällebad jetzt schon runter in den Keller gebracht. Ihr habt. Wegen dem Einhorn, weil ich habe ihr ein Einhorn geschenkt. Schaukeltier. Ja. Weil sie sich ein Schaukelpferd gewünscht hat und sie wollte ein Einhorn, also hat sie ein Einhorn gekriegt. Und das sollte rosa sein, also hat ein rosa Einhorn. Ja, ist ja ganz klar für die Prinzessin. Und dann mussten wir halt oben bei Fräuchen Platz schaffen und dann musste natürlich das Bällebad runter im Keller und da war sie dann nicht mit einverstanden. Also musste das Bällebad nach 2 Wochen wieder hoch. Da sind auch nicht nur Bälle drin, da sind Kuscheltiere drin, da schmeißt die sich drin. Das ist, manchmal guckt sie tagelang nicht an und dann sitzt du ja tagelang nur drinnen und versteckt sich und macht weiß ich was. Ja. Und da würde ich jetzt eigentlich auch. Achso, und dann habe ich das hier noch. So ein Pappverpackung. Da kann ich die Bücher drin machen, dass sie so ein bisschen besser verpackbar sind. Wo ist denn den Pinguin? Hier haben wir den Pinguin. Einmal, zweimal und dann die Hälfte. So. Wohl, warte mal. Das müsste da auch passen. Einmal, zweimal. Ja, da können wir auch hier schon. Ich muss nachher auch noch mit dem Otto Kundenbetreuung reden. Wegen Garantiefall. Weil der eine Akku von meinen Akkus halt kaputt ist. Ich weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe. Aber ich glaube, dieses Jahr gekauft. Ja, 2 Jahre Garantie ist ja meistens. Muss ich mich beeilen. Kann ich auch noch mal Geld zurückkriegen und mir ein neues holen. Ich brauche unbedingt die Akkus. Das ist wichtig. Ich könnte jetzt natürlich auch mit einem USB-Verlängerungskabel aufnehmen, aber ich habe hier nichts, wo ich jetzt hier irgendwie Strom vernünftig da ranlegen könnte an die Kamera, so, da wo sie jetzt ist.
So. Und für Juna-Mäuschen nehmen wir natürlich die süßen Karten. Davon habe ich nicht mehr so viele. Da müssen wir mal gucken. Nach den Feiertagen gebe ich euch auch den Tipp. Nach den Feiertagen ist Geschenkpapier für die Feiertage, weil sie ja vorbei sind, recht billig bei den meisten Anbietern. Also Otto, Lidl, meistens egal wo. Wenn sie nicht gerade dementsprechend Lager haben oder Verträge haben, damit sie das halt zurückschicken. Und nicht nur das, also auch Schleifen und sowas alles. Gut, das ist meistens auch für andere Feiertage geeignet, aber für die, bei denen, die nicht genug Lager haben, wie Lidl zum Beispiel, die haben ja nur ein begrenztes Lager für das, was sie haben. Und für das, was dann halt Wochenware ist und so, die hauen das dann halt für einen schmalen Taler raus. Also, wenn ihr denn für nächstes Jahr, wenn ihr merkt jetzt, ach, mein Paketband geht alle, also hier das Paketband und die Schleifen und so, nach Weihnachten. Hingehen, könnt ihr gemütlich kaufen, habt da Ruhe. So, dann haben wir jetzt für Juna. So, für Schatzi, für Josie, für Juna. So, was haben wir denn noch? Achso, dann machen wir nochmal für Josie. Die CD mache ich bei meinem Echo dann wahrscheinlich mit rein. So, die kriegt dann das. Ihr glaubt ja nicht, wie teuer Bücher sein können. Ich habe mir ja erschreckt, wo Josie mir die Bücher gezeigt hat. Also nicht aus dem Warenhaus-Deal, sondern die Originale, also wenn man sie normal kauft bei Amazon. Alter, sind die aus Gold oder so? Nehmen wir nochmal das. Oh, das reicht schon.
So. So. Aber noch was für Jude eigentlich? Nee, für die Katzis habe ich noch. So, mal nächste fertig. So, da war das nächste Klebeband. Da hat Josie dran gesessen. Ich hasse das. Ach.
So, jetzt aber. Ah! Super. Ja, das kann ich immer noch benutzen. Also bei dem Kauf von dem Teil, was ich jetzt hier nehme für Klebeband, habe ich insofern nicht aufgepasst, dass die Standardrollen, die dicken, hier nicht reinpassen. Also ganz normale Klebeband, was man im Supermarkt kaufen kann oder so. Weil die sind, von der Breite passen die, aber halt, da ist viel Klebezeug drauf, dadurch sind die ziemlich dick und dadurch passen die hier nicht rein. Die rollen dann nicht. Das ist halt Beschiss. Das habe ich vorher nicht gewusst. Stand auch nirgends. Na gut, das werden sie nirgendwo rinschreiben, sonst kauft es keiner. Funktioniert nur mit den mitgelieferten. So, dann würde ich sagen, machen wir mal für die Katzis das. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Da brauche ich nicht viel, da brauche ich nur so einen Streifen hier. Und selbst das ist schon zu viel. Aber dadurch wird es gleich noch ein bisschen stabiler, hoffe ich. Das ist eine Maus und glaube eine Eule oder so. Ne, das ist euer. Das kriegt ihr aber jetzt zu Weihnachten. Und so lernt die Kleine nämlich auch, dass die Katzen zur Gemeinschaft dazugehören. Die kriegen auch was vom Christkind. Ich
wollte, es ist gleich 18 Uhr, ey. Bei Armut. Ich wollte heute eigentlich noch. Zu Lidl. Eine Pfanne kaufen. Weil die haben eine Pfanne im Angebot mit Deckel. Meine Frauchen hat gesagt, meine funktioniert nicht so gut. Mehr. Da verteilt sich die Hitze anders und irgendwie die rechte Seite ist halt, bleibt wohl komplett aus und da ich will, dass Frauchen mir weiter leckere Sachen kocht, kaufe ich eine neue Pfanne. Ist ja logisch. Hier. Mau, Sie und Tig. Tigger. Geschenk verpackt. Ach, die Uhr haben wir ja auch noch. Ach, die hätte ich ja, hätte ich bei den Büchern gleich mit drin machen können. Ach, scheiße. Naja. Okay. So, jetzt haben wir hier noch Pinguine benutzt. Jetzt benutzen wir den Weihnachtsmann hier noch ein paar Mal. Ach ja, die CD. Dann kann ich das dort teilen, glaube ich. Müsste heute eigentlich auch das Geld von meiner Bank gekriegt haben. Weil ich mache bei so einem Gewinnsparlos mit. Das heißt, monatlich werden mir 5 Euro abgezogen von meinem Konto. Und davon kriege ich Ende des Jahres 4,50 Euro wieder. Also nicht 4,50, sondern 4,50 pro Monat. Und die Bank kann damit dann irgendwas machen. Spekulieren oder was weiß ich, ist mir eigentlich auch vollkommen Wumpe. Auch das sind 50 Cent zwar Verlust, das war früher mal 1,50 Euro Verlust. Jetzt sind es nur noch 50 Cent. Und ich muss sagen, ja, ich kann ja auch dadurch gewinnen. Also es ist wie so ein Lotterielos, so kann man sagen. Also die ziehen 5 Euro ab und dann kann es auch sein, dass ich dann mal 5 Euro oder 10 Euro wieder kriege. Das ist mir auch schon passiert. Nicht so oft, aber kommt schon vor. Und so ein kleines Zubrot oder so ein kleines, wo man nicht rankommt, sagen wir mal so, Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, ist schon gar nicht mal so schlecht.
Ich war auch am Überlegen, ob ich die Gewinnsparlos verdoppel, also auf 10 Euro oder für 25 Euro, jeden Monat 25 Euro. Und habe dann bei 25 Euro die Chance, nee, da garantierte Chance, jeden Monat einen Gewinn. Also mal 5 Euro, mal 10 Euro, sowas in der Art. Ich glaube, das war ab 5 Losen, dass man da die garantierte Gewinnchance jeden Monat hat. So. Hier machen wir mal wieder was. Mal was dran. So, einmal, zweimal, dreimal für die Seiten halt. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und dann nur noch einmal eine lange Seite. Jetzt müsste es aber richtig sein, glaube ich. Also Josie kriegt natürlich noch mehr Sachen, aber die hat Frauchen Gott sei Dank mit eingepackt. Und die Süßigkeiten, die muss ich noch von meiner Mutter holen, die sind da versteckt. Da haben wir nämlich halt eine Riesentasche haben wir da geholt. Also von immer, wenn was im Angebot war, jetzt in letzter Zeit haben wir da zugegriffen. Und haben Weihnachtsmänner geholt und Tüten mit kleinen Weihnachtsmännern und sagen, wenn wir dann halt schön irgendwie was verpacken, eine kleine Tasche machen mit Süßigkeiten. So. Und dann mal gucken. So. Dann kommt das nächste große, das ist dieses hier. Und dann haben wir noch das ganz dicke. Dann nehmen wir noch mal das. Oh, müsste doch eigentlich so auch reichen. Weil ich mache lieber so. Da weiß ich wenigstens, dass ich zukriege. So.
Bin ich selber gespannt, was da drin ist. Das ist von Mirima. Fettes Dankeschön erstmal Mirima. Für Josie. Ich weiß, wie gesagt, die hat es mir nicht verraten. Sie hat nur gesagt, dass das halt für Josie ist. Weil ich sie gefragt habe. Weil kam ja mit Amazon und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, die Geschenk ist da und dann habe ich draufgeklickt wegen Geschenkkarte und da stand dann halt für Josie und so. Da habe ich sie angerufen, ein bisschen eine Nachricht geschrieben, also nicht Josie, sondern Mirima. Habe gesagt, dass das so da stand, ob das so richtig ist. Dann hat sie gesagt, ja, ist nicht immer alles nur für dich. Ich gesagt, ja, meine ich ja nicht, aber hätte ich ja schon mal vorher gewusst. Ich habe es jetzt nur durch diese Online-Karte von Amazon gesehen. Da muss ich ja wissen, wenn ich verpacke, welches Namensschild darauf muss. So. Wenn vielleicht E-Gitarrenseiten sein oder so. Oder noch ein Stimmgerät oder oder hier irgendwas aus meiner Wunschliste für Josie. Schon Zeug für ihre Akustikgitarre oder so. Die wünscht sie ja zum Geburtstag, wünscht sie sich ja eine Akustikgitarre. Weil sie hatte jetzt eine E-Gitarre, jetzt wünscht sie sich eine Akustikgitarre. Weil E-Gitarre ist gut, aber so eine Akustikgitarre braucht man auch. Nicht alles geht mit E-Gitarre, sagt sie. Ah ja, okay. Und da braucht man auch Plexe und für bestimmte Griffe und ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kriegt sie dann halt, habe ich schon ein paar Sets gesehen, bei Amazon, die halt beobachtet und kriegt sie dann zum Geburtstag wahrscheinlich dann eine Akustikgitarre. Da muss aber Oma dazu packen. Über 100 Euro sprengt das Budget. So, was war das? Das war jetzt für Josie, war das, genau. Nehmen wir. Das weiß er. So. Ach, jetzt muss ich erst raufschreiben. Na, scheißegal. Ich hoffe nur, mein Klebeband reicht noch. Kann ich ja hier natürlich nicht hochschreiben, dass es von Mirima ist. Das ist vom Christkind. Das werde ich natürlich dann so sagen. So, jetzt kommt das für Papa. Also, wir machen erstmal das andere für Papa. Mal erstmal die CD. Dann haben wir die weg. Akku neigt sich auch dem Ende zu. Warte, ich mach die CD mit dem Echo zusammen. Ach Quatsch. Noch einzeln. So liegt mehr unterm Baum. Und das sieht aus wie bei reichen Leuten.
jetzt aber. Supi. Jetzt hol ich die CD gerade einpacken. Ich habe gerade voll Bock auf das Lied. Ich bin ein adipöser Wikinger. Das ist auf der Scheibe drauf. Ich habe ja die digitale Version, habe ich ja schon. Das hat er ja im Hangout für uns gesungen. Jetzt feiere ich das Lied. Ich finde das so geil. Und das erste über die Raben. Ach, nee, Papa kriegt ein Dunklet. Papa kriegt was Dunklet. Papa wird dunkel. Merry Christmas hier. Zack. Drei Stück, dann haben wir es geschafft. Wir haben schon 18 Uhr. Muss ich nur noch gucken, dass ich auch noch schaffe vor Weihnachten das Video. Rechtzeitig zu rendern, ey. Das werde ich heute Abend machen gleich. Werde ich eine Nachtschicht machen. Heute ist ja Montag, ich streame ja heute nicht. Dann mache ich halt Videos. Rendern, bearbeiten. So, dann haben wir das auch. So, dann das große. Wird Zeit, dass ich doch mal wieder was anderes nehme. Wie viel haben wir denn hiervon noch? Ja, das reicht für nächstes Jahr auch noch. Also da habe ich wirklich gut gekauft hier. Da ist wirklich, die Rollen sind ewig weit voll. Und die anderen, die teilweise ich gekauft habe, die teurer waren, da ein bisschen Pisse drauf, da wirklich ein Paket oder zwei ein und das sind leer. Total scheiße. So. Aber wir nehmen jetzt noch mal das hier. Oder ich nehme noch mal das mit dem Weihnachtsmann hier. Das nehme ich noch mal. Oder? Hey. Nee, jetzt muss man was anderes hier. Jetzt wieder das. Das ist zum Beispiel ein sehr dünnes Packpapier. Aber hier der Weihnachtsmann geht, so Mittelmaß und mit dem Pinguin und so drauf, das ganz bunte, das ist richtig dick. Also da kannst du gut verpacken, ziehen, ohne dass es kaputt geht. Hier bei dem brauchst du nur einmal falsch machen, dann ist es eingerissen. Aber das weiß man ja vorher immer nicht, leider. Kann man das gerade? Das ist gerade? Warte mal. Ja, relativ gerade. Das kann man aber nicht reinstoppen, oder?
Nee. Müssen wir so machen. So. Da ist dann auch relativ gerade. Hier weiß ich in etwa, was drin ist. Das ist auch von Mirima. Grüße gehen raus. Und da hat sie mir nicht Bescheid gesagt, dass von ihr was kommt. Und da stand halt nichts drauf. Und ich habe an dem Tag ein Paket erwartet, weil Frauchen gesagt hat, denk doch, heute kommt ein Paket. Ja, sag ich. Weil Schwiegermutter was geschickt hatte. Und Schwiegermutter schickt das ja auch über Amazon. Ich habe nämlich Schwiegermutter bei mir in meine Familiengruppe mit reingenommen. Also die Vorteile nutzen, heißt das oder so? Keine Ahnung. Da habe ich auch mit Amazon rumdiskutiert. Weil normalerweise ist es so, wenn ihr einen Amazon-Account habt, dann könnt ihr euren Vorteil für den schnellen Versand mit einer Person teilen. Wenn ihr ein Amazon-Konto habt, was aber älter ist. Beziehungsweise nicht das Konto, sondern ihr seid viel, viel länger Prime-Mitglied, also so wie ich, seit 2014, 13, 12, irgendwas in dem Dreh, ich habe keine Ahnung. Nee, noch länger. 2010, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ihr da Prime-Mitglied seid, von einer bestimmten Zeit aus an, dann zählt diese eine Person nicht, dann bleibt für euch weiterhin vier Personen. Da haben sie den Leuten, die länger dabei sind, eingestanden. Fand ich ganz cool. Und ich bin ja schon länger dabei. Und somit habe ich halt vier Personen. Steht auch bei mir unten drunter. Familienvorteil teilen, E-Mail-Adresse eintragen für vier Personen. Könnt ihr bei eurem Amazon in eurem Profil machen. Und er hat Amazon angeschrieben, sage ich hier, so und so sieht's aus. Ich möchte das mit meiner Schwiegermutter teilen. Ich schicke ihr die ganze Zeit die E-Mail und da passiert nichts. Sie kann irgendwie nicht drauf zugreifen. Ja, da steht ja schon jemand drin, sagen sie. Sag ich, wo? Na, in ihrem Vorteile teilen. Sag ich, ja, meine Freundin. Ja, es geht ja nur für eine Person. Sag ich, nein. Normalerweise ja, aber mein Account ist ziemlich alt und ich habe von euch damals eine E-Mail bekommen, die habe ich nämlich von Amazon direkt bekommen. Warte, wie haben sie dir geschrieben? Oh Gott. Als Dankeschön für langjährige Mitgliedschaft oder irgend sowas. Ja, bleibt's bestehen oder keine Ahnung. Wir ändern unser Modell, Blasöz und unser Partnerprogramm nicht, wie unser Kundenprogramm. Ich irgendwie sowas in der Art stand das da. Da stand dann auch drin, dass Accounts ab dem und dem Erstellungsdatum oder also dann erst nur noch eine Person haben und alle, die schon länger Prime-Mitglied sind, wie ich, stand auch da drin in der E-Mail, herzlichen Glückwunsch, Sie sind länger Prime-Mitglied, für Sie gilt das nicht, das ist nur in Kenntnisnahme, Blasöls, weil sie halt dann alle rausschicken müssen irgendwie und für mich gelten weiterhin vier Personen. Oh shit, jetzt habe ich hier eine Ecke drin. Ja, das Papier ist echt. Das rote hier, das ist echt nicht so toll. Ruckzuck reißt das. Das ist nicht so schön. Muss man aufpassen. Ich mache mal jetzt hier großflächig so ein bisschen drüber, damit das nicht weiter reißt. So.
Ach Mensch. Kotzen Sie hier. Klebeband, das Papier hält nichts aus, ey. Ja. Was war da das? Achso, das war jetzt für mich hier, das noch wieder, genau. Ach, der Akku hält noch super. Die anderen sind auch schon am Laden. Bei dem traue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mal hier was rumzumachen, weil das Papier so schnell reißt. Ja. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Da mach ich aber, glaub mal, Leute, da mach ich aber 3 Kreuze im Kalender, wenn ich das geschafft habe. Da. Das ist schwer. Da werden wir garantiert nicht das Rote nehmen. Da werden wir das Pinguinpapier nehmen. Nicht, dass ich ein Kabel durchschneide hier. Ah! Doch geschafft. Mist, ich mach doch so. Ich hör meine Frau jetzt schon blöken. Weil da blökt sie, also nicht blöken, blöken passt da in dem Augenblick aber auch. Schon wieder ein Alexa-Gerät? Hast du nicht schon genug? Elektrosmog. Ja, laut ihrer Meinung habe ich hier bei mir eine Bude. Elektrosmog. Du
durch die ganzen Alexa-Geräte und ja, smarten Steckdose und das ganze Zeug. Ist sie halt der Meinung. Sag ich, mir geht's gut. Kann mich nicht beschweren, sag ich. Ja, wenn sie sagt, aber ich hab immer runterkommt und ich krieg Kopfschmerzen. Sag ich, ja. Ist aber nicht, liegt aber nicht an mir. Oder meiner Wohnung. Dann denk doch mal weniger nach. Machst ja schon vorher Kirre. Aber die Vorteile nutzen, ist ja, das ist mit der Kleinen halt die Prime-Filme gucken und rumspielen mit der Steckdose, die an und aus geht. Das ist gut. Aber wenn man daran denkt, dass es Elektrosmog ist, dann ist es mir nicht so gut. Scheiße. Nächstes Jahr hole ich wieder neue Paketbänder. Auch die dicken, weil die schmalen, die sind nicht so schön. Also hier, die sind halt, das ist halt naja, nicht so toll. Hol ich die dicken, fetten. So, das ist für mich. So, noch eins und dann müssen wir gucken, mit den meisten Paketen irgendwie aufpassen, wie wir die in die Tüten packen, damit die dann erstmal weggepackt werden können. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinpacke, ey. Jetzt kann die Große ja ruhig wühlen. Wenn sie findet, dann sieht sie halt die Geschenke, aber sie weiß ja trotzdem, wie was drin ist. Aber das auch. Das Paw Patrol Ding, das schenke ich einfach mal so zwischendurch. So werde ich das machen. So, dann nochmal Pinguin. Da haben die beiden nämlich die gleiche Verpackung. Aber das ist halt das stabilste, das Pinguin-Ding.
wir das jetzt mal so. Hoppala. Kann ich nur ein paar Zentimeter abstellen. Schreibe ich mal gleich drauf. So. Für Joe. Sie. So, haben nämlich beide jetzt die gleiche Verpackung. Und das muss ich dann nämlich so packen, dass eins, meins nach vorne kommt und das nach hinten am besten hinterm Tannenbaum verschwindet. Habe ich mit dem Echo genauso gemacht. Den ersten, den sie gekriegt hat. Ja, ich auch ganz nach hinten gepackt. Ja, und sie hat sich den ja gewünscht unbedingt. Genau wie den wünschte sie sich ja auch schon eine ganze Weile. Und da war er nicht mit bei, aber Gitarre war zwar toll, also der hatte die E-Gitarre gekriegt, die große. War toll, war super, hat sie auch ewig und drei Tage gewünscht. Aber sie hat halt auf dieses Echo-Ding gehofft. Und dann war er nicht mit bei. Und dann war die Bescherung schon vorbei. Und dann sag ich, ja, dann warte wohl. Ja, sagt Schatzi, das wart wohl. Und dann Josie, ja, aber haben wir denn ausgewertet, was wir gekriegt haben und ob wir zufrieden sind? Ja, sagt Josie. Aber sie hat halt auf diesen Echo gehofft. Also, so ein Plunder brauchst du doch gar nicht. Und dann sagt Schatzi, Mensch, da liegt doch noch was hinterm Baum. Das hast du nicht gesehen? Sag ich, ich hab da nichts gesehen. Und dann habe ich das hinterm Baum, hab das, ach, da ist was hintergerutscht, ja. Und dann habe ich das vorgeholt und dann sag ich, ja, was steht denn da drauf? Hab das meiner Frau gegeben und die Frau hat nachgeguckt, da steht für Josie drauf. Ja, hat Josie dann drin geguckt, also aufgemacht und da war dann der Echo drin. Und dann hat sie sich da gefreut wie Bolle. Ich
Ich müsste mal einen neuen Karton für sowas. Ich müsste mir mal so einen Plastikkarton dafür machen. So, die Scheren kommen wieder weg. Hier, so meine ich, die sind halt zu breit, also hier vom Volumen her, die passen auf das Ding nicht auf. Oder mache ich doch noch viel Dinger rum. Müssen wir mal gucken, wie viel wir noch haben. Aber wenn wir wirklich stabil nehmen wollen hier, die halten mehr aus. Das ist Müll. Weg. Ach, meins war nichts. Ach, rot passt zu rot nicht. Das ist noch zu. Ja, Gold. Ritter, da ist der Demi auch schon leer. Mal, kann ich mit dem vielleicht auch so was machen, damit es sich aufdröselt? Ja, so ein bisschen. Ah, falsche Seite. So, das war, für wen war das überhaupt? Für Josie, okay. Jetzt machen wir das mal alles hier schön getrennt für Josie. Das ist für mich. Machen wir auch Gold. Ich bin noch Gold mit Sternen. Ist doch nicht. Ah, hier. Zweimal, einmal, zweimal. Und dann halt immer für die Seitenteile. Einmal. So.
Das ist Papa. So. Da kann ein rotes Band rum. Da kann ich das nämlich schön auseinanderhalten. Aber ein bisschen sehr gut zugeklebt hier. Man muss auch so aufpassen, deswegen habe ich hier die Tüte. Gleich immer alles wegschmeißen und dann muss es sofort in den Müll. In den Schrank. Versteckt. Draußen. Irgendwo. Weil sonst ist der fette Kater gleich wieder dran. Der frisst das halt zu gerne. Aber das darf er aber nicht, das ist ungesund. Wie ihr euch ja denken könnt. Das ist auch Jersey. Das ist Papa. Dann nehmen wir Gold. Gut, sieht schon ein bisschen besser aus mit Schleife. Die Karte macht überhaupt noch so lange mit. Aber ich müsste genug Speicherplatz noch frei haben. Ah, die Akku ist bald alle. Ein Akku habe ich noch. Ich sag ja. Gut, dass ich so viele habe.
Das sieht auch ja nicht mal so schlecht aus. Das ist wieder der Papa. So. Das ist für Josie, das hat eine Schleife. Das ist für die Miezekatzen, das braucht keine Schleife. Das ist für Josie. Ja, da habe ich, also da mache ich ungern eine Schleife rum, weil ich Angst habe, dass ich damit die Bücher noch mehr knicke, als sie sowieso schon geknickt wurden jetzt gerade. So, das ist nochmal für den Papa. Ja, nur für die CD, da bräuchte ich jetzt hier nicht unbedingt jetzt hier. Ach scheiße, ja, ich mach mal trotzdem. Weil es halt schön aussieht. So, warte mal, haben wir da nicht noch? Hat das mit weggeschmissen? Ach nee, hier ist er doch. Ich hatte noch eine dicke. Für ein kleines Geschenk reicht das. Da mache ich aber nicht so, da mache ich einfach nur eine Schleife rum. Für Papa. Für Juna. Ach, das war ja die Musikmatte. Die betet jetzt nicht so doll. Weiß ich auch nicht so doll. Ach scheiße, ich nehme einfach das Goldene nochmal. Weil das stabil ist halt. Das war doch. Ja, dann ist die Rolle auch leer. Ich doch überall Schleife drumherum. Naja, okay. Jetzt hier drüber. Weil das rollt sich nicht so schön ein.
besser ist ja nicht. Und das war für Juna. Das ist für Juna. Das ist für die Mizis. Das ist für Josie. Das ist für Papa. Das ist für Josie. Und das ist für mein Schatzelei. Super. Gott, sind ja mehr zusammengekommen, als ich gedacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück, wenn ich mich nicht verzehrt habe. Und jetzt kommt das weltberühmte am Ende. Zoomt der überhaupt? Jetzt. So, jetzt kommt das. Wie verpacken wir das jetzt alle wieder so in Taschen? Beziehungsweise in die Tasche. Dass das nicht kaputt geht. Vor allen Dingen das Papier halt, weil wie gesagt, das ist ja halt sehr bescheiden, das rote Papier. Machen wir erstmal das von meiner Frau rein. Hochkant. Warum hochkant? Weil man dann gleich das Schild sehen kann. So, dann machen wir die Echos ganz nach unten, weil die am schwersten sind. Und die machen uns sonst die anderen leichten Pakete kaputt. So. Also kommen die nach unten oder übereinander gestapelt, nebeneinander passen sie nicht mehr, oder? Müssen ein bisschen drücken oder so. Ja, gerade so, gerade so. Muss ich aufpassen. So, und Mausi! So, dann, was haben wir noch? Dann haben wir noch das für mich. Mit einer leichten Verpackung. Das ist das für Josie. Das können wir hochkant. Warte, nee, das muss so hochkant. Dass man gleich an den Zettel kommt. Dann haben wir die Bücher. Die können wir nämlich noch schön super hier bei der Rückwand mit reinmachen. So. Hahaha. Die Uhr, die CD, das ist dann halt alles. Das ist noch von Josie. Das können wir auch bei der Rückwand hier mit reinmachen. So, muss ja nicht zugehen. Das wird ja sowieso im Schrank versteckt. So, dann die Uhr. Hochkant. So, dass man nur die Schilder sehen kann. Die CD. Hochkant. So. Ach, da sind ja noch mehr. Ach Mensch. Habe ich ja voll vergessen. Ey. Das Katzengeschenk. So. Haben wir schon mal einen Beutel voll. Das mal in den stabilen Karton rein. Und das auch, das muss ich dann nachher wegpacken. So, dann können wir nämlich mein Paket hier reinpacken in diese Tüte. Hm? So, und das. Ach, für Juna, seht ihr? Noch eins da. Das kann auch hochkant.
Oder passt das so rum? Oder das passt so rum auch super rein, super. Das ist ein bisschen stabiler. Wartet mal, dann nehme ich doch noch ein paar Pakete hier raus. Dann könnte ich das vielleicht so ja zubekommen. Die Uhr. Katzengeschenk. Warte mal, das hohe passt hier super rein. Super. Siehst du? Passt. War schwackelhart Luft. Kann man das hier noch mit reinmachen? So. Oder machen das hier mit rein. Ja. Ja. So. Kann ich mich doch. Die Echos übereinander stellen. So, mal ein bisschen Platz. Die Bücher hier rüber und dazwischen die CD. Oh, shit. Gott sei Dank ist es jetzt passiert und nicht kurz vor Weihnachten. Das ist ja kurz vor Weihnachten, aber ich meine an dem Tag. Überlegt mal, da liegt ein Geschenk und keiner weiß, wem es gehört. Hat das Christkind halt einen Zettel vergessen? Wie willst du denn der Kleinen erklären? Das Christkind hat die gute und artig böse Liste und auf jeden Fall vergisst da halt. Ja nicht hin. So. Ja, mal die CD noch mit rein. Warte mal, ich teile mal ein bisschen besser auf. Die Uhr mache ich doch hier mit rein. So. Super. Supi, 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 supi. So. Zwei Taschen voll mit Paketen. Ich würde sagen, ich mache mal kurz einen Cut und versteck die Geschenke. Ach nee, das muss auch noch mit rein. Hier ist der Geburtstag auch noch mit drin. Ah, shit. Habe ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Och Gott. Für Juna war ja... Jetzt hat das alles Weihnachtspapier. Das sollte jetzt zum Geburtstag die Musikmatte sein. Naja, heute kriegst du zu Weihnachten, scheißegal. So. Einen Tag später. So. Dann mache ich jetzt hier kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. Na? Meine Kamera, wenn. Fernbedienung will gerade mal nicht hinhauen. So. Sind wir auch fertig mit dem Verpacken. Ich habe so ja noch Kartons über. Ich habe gar nicht so viel Kartons, die es ja hier braucht. Ja, Mausi? Aber Müll ist wieder ordentlich zusammengekommen. Ich räume mal mit euch dann halt hier gleichzeitig zusammen auf. Ja, ich denke mal, noch ein Jahr schafft der Karton und dann muss ich ihn aussortieren. Dann kommt der nächste Amazon-Karton für das ganze Weihnachtszeug. Vielleicht sollte ich mir mal eine Plastikkiste machen. Ich muss mal gucken, wenn nächstes Mal bei Lidl diese Plastikkisten im Angebot sind, da mal zuschlagen. So.
Und Zettel und Stift ist weg. Ja, jetzt ist es wirklich ausgedünnt. Also jetzt habe ich nicht mehr so viel zum Schmücken. Also da muss ich demnächst dann nachfüllen. Die Scheren kommen in der Küche. Ey, wisst ihr, wie toll das ist jetzt mit der neuen Küche? Habe ich oben so ein Brett. Das werdet ihr dann im Küchenvideo sehen. Das werde ich auch noch machen demnächst. Jetzt habe ich die Lampen angebaut, so wie ich sie haben will. Das ist eigentlich so halbwegs perfekt. Jedenfalls habe ich oben so ein Brett und da sind so Magnete dran und viel Messer. Und oben drauf haben wir die Scheren liegen, damit die Kinder, also die Kleine nicht rankommen. Und ich habe jetzt fast immer Scheren griffbereit. Normalerweise waren die immer bei der Großen oder was weiß ich wo. Hast du ja aus der ganzen Wohnung die Scheren zusammentragen müssen, weil die Große sie irgendwo hingedonnert hat. So, jetzt muss man gucken, wie machen wir das am besten. Das ist Weihnachtspapier, das ist Weihnachtspapier. Und das ist Pappe. Die nehme ich mal zum Stabilisieren. Die hebe ich halt immer auf, die Pappe, wenn es geht. Ja? Also wenn ich es gerade brauche oder so. Wenn jetzt hier was leer geworden ist, weil die ist dann halt immer gut, wenn du zwei halbleere hast oder so, dass du die dann halt so zusammen machen kannst. Und die stützt die halt besser, weil die rollen ohne so eine Pappe, wenn du die, die sind halt, ja, die ruckzuck sind die geknickt und dann sehen sie nicht mehr schön aus. Da ist es dann halt immer besser. Hier wie das bei dem leichten Papier ist es ja noch viel schlimmer, weil der reißt so schnell ein. Versucht das jetzt mal ein bisschen kleiner zu machen hier. Einfach hier mit dem Finger rein und umdrehen. Seite mit Finger drin nachziehen, weil die nimmt zu viel Platz weg, die rote Rolle. Die ist so aufgeplustert. Und wenn die jetzt, wenn ich die jetzt kleiner mache, also in sich zusammenziehe, hat er den Vorteil nicht nur, dass er kleiner wird, sie wird stabiler, weil da nicht mehr so viel Luft dazwischen ist. So. Seht ihr, jetzt ist die halt so und ist definitiv stabiler. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein Stück Klebeband, wenn mir das auf den Sack geht, dass die sich hier mal auffriemeln. Ja. Mache ich zwar so ein bisschen von der Rolle kaputt, wenn man das abrollt, aber das Millimeterchen, was das da kaputt ist, das fällt nicht auf, aber ist halt vernünftig zusammen und nicht so ein Wirrwarr. Das war, glaube ich, so jemand von meiner Mutter. Da muss ich meine Mutter mal fragen. Weil jetzt halt die Dings gar nicht gebraucht dieses Jahr, wa? Die Tüten. So. Blöde ist aber nur, wo man die ganze Scheiße bunkert. Die ganzen Rollen und so. Ich bunker die jetzt aber im Schlafzimmerschrank. Ah, das ist schon kaputt. So, bei der Bettwäsche, aber das ist halt auch nicht die Lösung, die jetzt immer da zu bunkern. So. Da kommt das weg. Es kommt auch weg. Ach, nee.
Die Tüte brauche ich, muss das Mikrofon gleich wieder einpacken. So, nichtsdestotrotz haben wir es jetzt geschafft. Wir haben die Weihnachtsgeschenke verpackt. Ich habe auch ein Video gemacht über die Weihnachtsgeschenke, zwei Videos gemacht über die Weihnachtsgeschenke, einmal für alle und einmal ein extra Video für mich, weil ich habe ja die Xbox gehabt, womit ich nicht gerechnet hatte eigentlich. Eigentlich sollte in dem nur die CD, die DVD mit bei sein und der Echo halt. Den Echo habe ich also komplett vergessen. Auch bei dem für alle, aber egal. Und weil die jetzt in der Woche angekommen sind. Und dann habe ich aber halt durch den lieben Shadow nochmal viele Grüße und einen lieben Dank an Shadow. Das geile Angebot gekriegt für die Xbox für einen super Preis. Und brauche jetzt erst im Januar Gott sei Dank anfangen. Weil ich habe jetzt hier mit Küche angefangen abzubezahlen. Die ist auch sowieso viel teurer geworden, als ich überhaupt gedacht habe. Ach, lass mal das Thema Küche, dann regen wir nur wieder auf. Und krieg Sodbrennen. Ja, aber soweit bin ich fertig. Ja, jetzt kann Weihnachten kommen. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht mache ich das Ankündigungs-, also das frohe Weihnachten-Video hier in der Mittags-, wenn die Kleine Mittagsschlaf macht, auch live. War ja früher auch live. Und dann war die Zeit nicht da, um es live zu machen. Und vielleicht mache ich es diesmal wieder live. Mal gucken. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch allen. Das seht ihr jetzt am 24. oder 25. Ich weiß noch nicht, weil ich die ganzen Videos plane und weil das ja ziemlich lang ist. Vielleicht kommt das Verpacken auch erst am 25. Hab da den Tag rüber zu gucken. Dann brauche ich über die Feiertage dann nichts. Brauche ich jetzt nicht noch irgendwas vorproduzieren für die Feiertage. Ich hoffe, ihr hattet einen fleißigen dicken Kerl in Rot. Oder Christkind. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schont euch, genießt die Zeit, macht einen Ruhigen, verbringt ein bisschen Zeit mit der Familie. Lasst euch von den Medien und von anderen nicht so viel Angst machen. Vor allen Dingen nicht in dieser Zeit. Genießt es einfach. Danach sieht es wieder was anderes aus. Aber so in zwei Tage Entspannung im Jahr und mal an nichts denken ist auch nicht schlecht. Aber haltet die Bestimmungen ein, logischerweise. Ja. Man muss nicht dran denken. Aber trotzdem kann man sie halbwegs einhalten. Klingt jetzt doof, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ihr sollt euch einfach nur nicht die Feiertagslaune versauen lassen. Es werden noch bessere Zeiten kommen. Definitiv. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde versuchen, die Produkte zu verlinken unter dem Video, wenn ich es noch rechtzeitig schaffe. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich denke mal, ich schaffe es. Ich hoffe es. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Stream oder im nächsten Video. Guckt doch mal bei Twitch vorbei, da streame ich fast jeden Tag um abends 20:15 Uhr. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.